Hallo und herzlich willkommen zu DC Universe Online. So, mit dem Leveling ging es jetzt längere Zeit nicht weiter, denn ich habe ein bisschen Mist gebaut. Ich habe mich da wieder eingewählt nach Weihnachten und so weiter und da war ich ein bisschen verwirrt und habe gedacht, entspannt, was habe ich hier für coole Teile? Da verschrotte ich doch mal welche von. Ja, habe also meine Rüstung ein bisschen verschrottet und bin dann im CR wieder abgerutscht auf 64 oder 66 oder so ähnlich und hatte dann auch nur Heilerteile und nur gewisse DD-Teile und da fehlte mir dann hier was und da was. Und da musste ich dann wieder aufholen. Das Aufholen seht ihr gerade im Hintergrund, ein bisschen schnell durchlaufen, damit ihr auch nichts verpasst. Ja, ich habe gedacht, ich zeige das mal, damit ihr wisst, dass das noch lebt, das Ganze. Und dass es dann auch irgendwann wiederkommt. Ja, ansonsten wünsche ich erstmal allen frohe Weihnachten gehabt zu haben und auch einen guten Rutsch gehabt zu haben. Es ist ja nun ein neues Jahr, ein neues Glück. Wollen wir mal gucken, was dieses Jahr so passiert. Und auch hier soll es dann weitergehen, irgendwann auch gerne nach Wunsch, denn so ein bisschen haben wir es ja durch. Es gibt einiges, was mir auffällt, es gibt eine ganz furchtbare neue Marotte, dass Leute aus Instanzen das Spiel verlassen und somit dann die Instanz blockieren, weil DC ja so nett war und das eingeführt hat, dass wenn man einen Disconnect hat, dass man wieder in die Distanz hineingeladen wird und deswegen dann als Disconnect angezeigt und auch der Platz freigehalten wird für einen. Ja, und diese neueste Marotte ist, dass jetzt Leute aus was weiß ich irgendwas, weil sie es nicht spielen können, aus dem Spiel hinausgehen, während sie in einer Instanz sitzt und so dann die Instanz blockieren. Ganz furchtbar ist das dann in einem Duo. Da bist du dann richtig gearscht, weil ich glaube, es dauert 30 Minuten oder so, bis es endlich dann rausfliegt, der Charakter. Also, wenn ihr keinen Bock habt in einer Instanz, weil die Leute blöd sind, das kommt dann nun öfter vor, dann verlasst doch um Gottes Willen einmal vorher die Instanz noch. Damit ihr dann die Leute nicht blockiert, weil irgendwann kann auch keiner mehr kicken, weil das kann man auch nur alle 3 Stunden einmal. Und ja, und schon hängt ihr da drin und man kann nicht wirklich weiterspielen. Wenn die Gruppe jetzt eine normal starke Gruppe ist, dann habt ihr echt ein Problem damit. Und das ist wirklich furchtbar. Das ist eine ganz furchtbare neue Marotte. Und das nimmt auch langsam echt überhand. Was mir noch so auffällt, ist, dass sämtliche Instanzen, die so ein bisschen herausfordernder sind, also die sind da nämlich schwer, dass kein Mensch mehr weiß, worum es da geht und was man da tun soll. Ich nehme mal das Beispiel jetzt, tödliche Prüfungen zum Beispiel, den Alert. Das ist ganz, ganz furchtbar, wenn man da drin ist. Und ganz noch viel schlimmer ist, dass auch keiner zuhören möchte oder miteinander reden möchte. Immer wenn man dann schreibt, die Jungs, wisst ihr denn, wie es geht? Und dann kommt niemals eine Antwort. Und dann erklärt man es dann trotzdem, auch manchmal sogar in 2 Sprachen und manchmal sogar auf Spanisch mit Google-Übersetzer, weil die das im Namen haben. Da denkt man, ja, alles klar, dann erkläre ich das eben. Und nichts, aber auch gar nichts scheint zu denen durchzudringen, so als hätten die alle den Check gar nicht an, was ja, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Also das ist wirklich furchtbar. Also wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, fragt doch einfach mal. Irgendwer wird schon wissen. Und aus reinem Eigeninteresse werden die euch das dann wahrscheinlich auch erklären. Andersherum ist es aber auch furchtbar schlimm geworden. Allerdings kann ich das ein bisschen jetzt nachvollziehen, dass große CRs einfach keinen Bock mehr haben, dass keiner mehr weiß, worum es geht und auch keiner mehr wirklich mitmachen möchte oder sich das erklären lassen möchte oder überhaupt zuhört. Und deswegen einfach durchpreschen und das inzwischen dann auch schon pauschal. Weil einfach kein Bock mehr da ist. Ich kann es tatsächlich nachvollziehen, denn wenn man 50 Mal auf Leute trifft, die es nicht interessiert, was man da sagt oder was man da tut oder es denen zeigt oder was auch immer, ganz furchtbar, wie gesagt, tödliche, nur weil man da ein bisschen nachdenken muss und nicht nur stumpf draufhauen muss, kriegt man im Grunde keine Gruppe mehr zusammen, die das Zeug dahin kriegt. Weil man kann den Windkanal nun mal nicht alleine machen, das geht leider nicht. Kann man einfach nur abwarten und das tun sie jetzt inzwischen auch schon. Große CRs geben sich gar keine Mühe mehr, die stellen sich vorne am Windkanal hin und warten einfach, bis es vorbei ist, weil es eh keiner machen will oder richtig macht oder zuhört. Also ich weiß nicht genau, das nimmt eine ganz komische Richtung an. Einmal dieses Instanz verlassen, was meiner Meinung nach wahrscheinlich auch Unwissenheit ist. Sicherlich gibt es da auch ein, zwei, die mit Absicht Leute ärgern wollen, weil sie Spaß dran haben. Aber ich denke mal, es ist auch wieder Unwissenheit. Also verlasst die Instanzen, bevor ihr das Spiel verlasst. Und wenn ihr nicht wisst, wie es funktioniert, schaut euch entweder ein Video an oder fragt währenddessen, weil ihr nicht wisst, wie es funktioniert, dann fragt einfach nach.
Das dürfte im Grunde nicht wirklich das Problem sein. Ja, ich hoffe, dass ich das in irgendeiner Form durchsetzen kann, dass das wieder ein bisschen besser wird. Und ansonsten kommen ja bald dann einmal die Anniversary, kommt glaube ich zuerst. Anniversary habe ich schon einmal gezeigt, wo man in die Welt geht, in der man sofort CR-230 ist. Und dann kommt ihr dann wohl auch, wie sieht so langsam aus, wir hatten jetzt den zweiten Test mit Stats Revamp, dafür gibt es ja Videos, könnt ihr hier sehen in irgendeiner Playlist. Und da bin ich auch immer noch gespannt drauf, bin auch immer noch der Meinung, dass das was Gutes ist. Und bis dahin solltet ihr euch auch schnellstmöglich mal ein paar SP-Punkte zusammensammeln, also Skill Points bzw. Fertigkeitspunkte. Die werdet ihr brauchen. Auch da gibt es ja nur genügend Videos. Es gibt auch immer noch das Video, will ich nochmal darauf hinweisen, wünscht ihr was unter den Feed-Videos, unter den Heldentaten-Videos gibt es das Video, wünscht ihr was. Dort kann man hineinschreiben in die Kommentare, welches Video bzw. welchen Feed man nicht versteht oder gerne wüsste, wie er funktioniert, dass ich den dort einmal mache. Da steht immer noch der Feuertänzer drin, aber ja, entweder findet man keine Gruppe, die gut genug oder stark genug ist, oder man findet eine Gruppe, die zu stark ist, die den Feed schon hat und nicht machen will, weil sie keinen Bock dazu haben. Ja, also es wird immer schwieriger hier random zu spielen, weil es gibt das Team, geht so ein bisschen verloren, der Teamgedanke geht hier irgendwie verloren, alle machen alles alleine und kümmern sich um Scheißdreck und irgendwelche anderen Leute. Was in diesem Spiel, weil es ein reines Teamspiel ist, etwas kompliziert ist. Ja, auch da hoffe ich, dass sich das wieder ein bisschen bessert, dass man ein bisschen mehr im Team spielt, damit man auch größere Instanzen oder Instanzen überhaupt auch aber random wieder spielen kann. Weil Leute entweder nicht wissen, wie es geht und zuhören, oder weil Leute wissen, wie es geht und nicht einfach vorne weglaufen. Also das wären so schöne Sachen, die passieren könnten. Dann habe ich auch kurz über die Schurkenseite nachgedacht, habe jetzt meinen Charakter auf der Schurkenseite mal wieder aktiviert und mal ein bisschen geguckt. Ja, über die Schurkenseite sage ich jetzt erstmal nichts, damit ich nichts Falsches sage, weil es ist momentan für mich ein bisschen anstrengend dort drüben. Sage ich mal so. Und ja, ich guck mal, ob ich auch Schurkenseiten-Videos mache, wobei es gibt ein paar Dinge, die sind anders, aber naja, nicht wirklich. Es ist dann letzten Endes schon das Gleiche, nur dass man sich neu zurechtfinden muss in der Halle des Schreckens. Da habe ich tatsächlich 2 Tage gebraucht für, um zu wissen, wo was ist. Aber das war im Wachturm beim ersten Mal auch nicht anders. Ja, aber solltet ihr auf Schurkenseite irgendwas sehen wollen, auch das wäre dann jetzt möglich, weil mein Schurke da ist jetzt. Auch mit normalen CR vorhanden und kann da auch Sachen machen. Es gibt ein, zwei Instanzen, die sind völlig anders als die hier. Die gibt es dann hier gar nicht sozusagen. Aber wie gesagt, das meiste ist dann nahezu 100% leicht. Und die anderen, da fängt man nur von einer Seite aus an. Also da ist nicht wirklich was verschieden. Außer eben, dass es schwieriger ist, dort eine Gruppe zu finden überhaupt erst. Und es dauert alles ein bisschen länger, weil es scheint dann eben, es sind eben weniger Spieler da, sagen wir es einfach so. Deswegen wurde das Taskforce X-Ding ja auch eingeführt, damit die Schurken auch ab und zu mal in Instanzen reinkommen, in denen sie mit Helden aufgefüllt werden. Ja, das war erstmal die Neujahrsansprache. Ich hoffe, so ein paar Dinge könnten sich wieder in die richtige Richtung entwickeln. Ansonsten könnt ihr euch gerne noch hier die Aufholarbeit anschauen, die ich da gemacht habe durch den blöden Fehler. Ich hatte ja wie gesagt ein paar Rüstungsteile zerschrottet und musste jetzt erstmal wieder auf das CR kommen, was ich vorher hatte. Und dann habe ich ein paar Instanzen eben durchgezogen. Auch da waren wieder ganz furchtbare Sachen, weil da hatte ich so ein Duo, ich weiß nicht, ob es schon drauf war, ich weiß nicht genau, da ist einer mittendrin aus, muss ich das Duo alleine zu Ende machen. Und das ist mit einer kleinen CR gar nicht mal so einfach, ist dann aber hingekriegt. Ja, und andere haben das Spiel dann nicht verstanden und sind links und rechts geblieben und so weiter. Ich glaube hier, das ist glaube ich gerade Arkim oder so, da hatten wir auch einen, der ich weiß nicht wo gewesen ist und einer, der immer vorrennt, genau, das ist auch furchtbar. Das ist auch wieder so eine ganz kleine Sache, das fällt mir bei den Schurken mehr auf. Wenn ein großes CR innerhalb einer Instanz ist und du bist ein kleines CR, dann um Gottes Willen lass doch den Großen vorlaufen. Der hält doch viel mehr aus, lauf du doch nicht vor. Warum willst du ständig sterben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Jedem das seine. Ich sage erstmal frohes neues Jahr und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ich danke sozusagen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch mit dem Rest des Videos.